Hallo, wir grüßen dich. Wir, das sind meine Golden Retriever-Dame, die Mabel, und ich, Simone Isenberg, aus der Online-Fitness-Werkstatt für Mensch und Hund von To For More. So, liebe Simone, ich konnte jetzt tatsächlich bei der Mabel schon ein paar Probleme feststellen. Die Mabel hat hinten im Bereich des Iliosakralgelenks, das ist quasi ganz weit hinten am Rücken, bevor der Schwanz anfängt, Schmerzen. Wenn ich da drücke, das ist immer so ein Hinweis, dass das Iliosakralgelenk blockiert ist, die Strukturen wirklich fest sind und die Muskulatur auch verspannt ist. Was wirklich auch schon dazu führen kann, dass sie ein bisschen die Hinterhand entlastet und dadurch natürlich auch nach vorne in den Rücken hinein Verspannungen hat, die ich jetzt schon lösen konnte. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da. Ja, jetzt hat Jeanette so schön erklärt, was sie bei Mabel gemacht hat und dass sie am ISG etwas macht. ISG, was soll das denn sein? Wo sitzt das denn wirklich? Was macht das und was bedeutet es eigentlich, wenn das ISG blockiert ist? Jeanette, klär uns doch da mal auf. Ja, Simone, jetzt haben wir ja schön unser Skelett hier stehen, da kann man das ein bisschen besser sehen und erklären. Iliosakralgelenk, ISG genannt, hört man immer wieder, aber was ist das eigentlich so genau, hast du ja gefragt. Genau, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wir haben ja die Wirbelsäule des Hundes angefangen, natürlich Schädel und Kopf, geht es in die Halswirbelsäule über, dann haben wir die Brustwirbelsäule und dann fängt hier hinten nach den Rippen quasi die Lendenwirbelsäule an und dann kommen wir schon in den Bereich, wo wir dann quasi Richtung Kreuzbein kommen. Das Kreuzbein ist quasi hinter dem letzten Lendenwirbel zwischen den beiden Beckenhälften. Das Kreuzbein ist eine Verknöcherung von drei Wirbeln beim Hund. Im Alter von ungefähr 1,5 Jahren kann man sagen, ist das komplett verknöchert. Deswegen ist es auch immer wichtig zu gucken im Wachstum bei Hunden. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, wo wir nochmal drüber sprechen können, mit der Belastung. Also das Kreuzbein, wie gesagt, eine Verknöcherung von drei Wirbeln im Endeffekt, was zwischen den beiden Beckenhälften sitzt. Man kann sich das vorstellen, dass das Kreuzbein von unten zwischen die beiden Beckenhälften eingelegt ist und dann ist das mit ganz, ganz vielen Bändern und Sehnen an den Beckenhälften rechts und links jeweils festgemacht. Wie festgebunden, kann man sagen. Darüber kommt dann natürlich noch die ganze Muskulatur. Eine Blockade denkt man ja immer, oh, da ist irgendwas ganz schief. Das ist aber nicht der Fall. Bei einer Blockade ist es eher so, dass diese minimale Beweglichkeit, die da drin ist, da sprechen wir jetzt von Millimeterbewegungen, dass die gestört ist. Das heißt, die Muskulatur zieht sich auf einer Seite zum Beispiel fest, jetzt hier in dem Fall vielleicht auf der rechten Seite. Dann haben wir alles ganz hart, ganz fest und diese Millimeterbewegung, die das Kreuzbein ausführen könnte, ist dann gestört. Und das kann ich dann abtasten, indem ich dann bei dem Hund oder bei der Mabel jetzt ja auch in dem Fall festgestellt habe, Autschi, da tut was weh, die Muskulatur ist ganz fest, ganz hart und dann versuche ich das natürlich durch sanfte Methoden zu lösen, die Muskulatur zu lockern und diese kleine Beweglichkeit, die dieses kleine Kreuzbein hat, zu lösen. Und wie gesagt, Iliosakralgelenk auf der rechten Seite ist das von dem Sacrum, das Kreuzbein, zum Ilium, dem Hüftbein. Und dann hat man hier quasi zwischen dem Kreuzbein und dem Hüftknochen, Hüftbein eine Verbindung und das ist das Iliosakralgelenk. Okay, super, super spannend. Vielen Dank, Jeanette.